Das Thema ist die Entartung der Demokratie. Entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten verlese ich den schriftlich abgefassten Text meiner Botschaft an die deutschen Wähler. Unsere Bundesregierung lässt keine Gelegenheit aus, von der Verteidigung unserer Werte zu sprechen. Welche Werte sind das? Unser gesellschaftlicher Wert ist, dass wir keine tradierten Werte mehr haben. Wir erkennen sie nicht mehr an. Unsere Freiheit ist ein würdeloses Lossagen von unseren althergebrachten Sitten und Moralvorstellungen. Ist Freiheit und Menschenwürde in höchster Vollkommenheit verwirklicht, wenn an jeder Ecke ein Genderklo steht? Sind das unsere Werte, die wir mit glänzendem Erfolg in Afghanistan verteidigt haben? Gleichgeschlechtliche Liebe ist zu tolerieren, aber muss das immer so wichtigtuerisch in den Vordergrund gestellt werden? Haben wir keine anderen Sorgen? Mit dem Grundgesetz als vorläufige, bis zu der noch zu schaffenden Verfassung geltenden Regelung hätten wir tatsächlich eine freiheitliche Gesetzgebung, mit der wir einigermaßen zufrieden sein könnten. Wenn die von der Legislative geschaffenen Regeln auch von der uns beherrschenden Politkammeria eingehalten würden. Leider ist das nicht der Fall. Wir haben noch keine Verfassung, aber wir haben einen Verfassungsschutz. Wie soll das zusammengehen? Solange unsere Regierung mit Steuergeldern eine mit gesetzwidrigen Methoden arbeitende Institution unterhält und sich ihr unterwirft, kann von Freiheit in unserem Lande nicht die Rede sein. Der Verfassungsschutz arbeitet wie alle Geheimdienste der Welt mit Lüge, Betrug, Erpressung, Bestechung und noch schlimmeren im Dunkeln gehaltenen Aktionen. Die vom Verfassungsschutz für die Regierenden erstellten Berichte beruhen auf bezahlten Spitzelberichten. Die Bezahlung der Spitzelberichte richtet sich nach dem politisch verwertbaren Wert des Inhaltes. Das führt dazu, dass die Spitzel ihre Berichte andicken. Das heißt, wenn in einer Versammlung nichts von Bedeutung geredet wurde, dann fällt die Bezahlung mäßig aus. Ergo wird die fehlende Bedeutung künstlich in den Spitzelbericht hineinfantasiert. Der Spitzel liefert, was gewünscht wird, und kassiert einen hohen Geldbetrag. Ganz nebenbei, die an den Spitzel geleistete Zahlung fließt natürlich an der Steuer vorbei und ist somit Schwarzgeld. Der Verfassungsschutz macht sich permanent der Steuerhinterziehung schuldig, ist also allein schon deshalb kriminell. Das ist schlimm, aber noch schlimmer ist die vom Geheimdienst betriebene Zersetzung der Volksgemeinschaft, Zerstörung des Zusammenhaltes der Solidargemeinschaft. Alles und jeder, der die Herrschaft der amerikahörigen Regierung gefährden könnte, wird gewaltsam zum Nazi gestempelt, gesellschaftlich ausgebremst und somit unschädlich gemacht. Die hochgelobte Freiheit ist in der Bundesrepublik auf den Hund gekommen. Ein politisch aktiver Mensch kann sich nicht erlauben, einer nicht politisch regierungskonformen Person zuzuhören. Dabei wäre es so wichtig, die Beweggründe des politisch Andersdenkenden zu erkennen. Dazu muss man ihm zuhören, aber das Zuhören
wird schon als Zustimmung gewertet. Die Vernichtung unerwünschter Zusammenschlüsse, seien es Vereine oder Parteien, laufe nach dem folgenden Muster ab. Zuerst wird verkündet, dass das Zielobjekt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Dann wird eine Einstufung vorgenommen. Die unerwünschte Vereinigung wird willkürlich ohne reale Grundlage als rechtsextrem eingestuft. In den Medien ist jetzt nur noch von Nazis die Rede. Ich rede aus Erfahrung. Ich musste erleben, dass mir im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen angeblicher Verletzung des Versammlungsgesetzes von einem Oberstaatsanwalt unterstellt würde, ich hätte, als ein verbotenes Lied gesungen wurde, durch mein schweigendes Dabeistehen Zustimmung bekundet. Glücklicherweise schloss sich das Gericht der grotesken Meinung der Staatsanwaltschaft nicht an. Aber das war im Jahre 1974. Heute können sich die Gerichte nicht mehr so einfach den Wünschen der staatstragenden Kreise widersetzen. Das jüngste Beispiel der gegen die AfD gerichteten Verleumdungskampagne zeigt, wie verwildert die politischen Sitten sind. Ein privates Treffen politischer Aktivisten wird ausgespäht, die Gesprächsinhalte verdreht und schließlich so dargestellt, als hätte die AfD ein Parteiprogramm verabschiedet. So weit sind wir gesunken. So miserabel ist es um unser gesellschaftliches Zusammenleben bestellt. Wenn sich Frau Weidel mit mir nur eine Minute lang unterhalten würde, dann würde ihre Partei explodieren. Und wenn sich Sarah Wagenknecht mit mir zu einer Tasse Kaffee zusammensetzen würde, würde das ein schnelles Ende ihrer so hoffnungsvollen politischen Karriere bedeuten. Weil ich als rechtsextrem, sprich als Nazi eingestuft wurde. Zu Unrecht. Aber wen kümmert's? Ich komme zum Schluss. Die unmoralische Einwirkung der Geheimdienste auf das politische Geschehen ist ekelhaft und unerträglich. Ich kann nur hoffen, dass sich die Erstarkten, aber noch in der Minderheit befindlichen Idealisten von links und rechts nicht von den regierungsamtlich gesteuerten Aufmärschen beeindrucken lassen. Ich selbst wähle nie. Doch meine moralische Unterstützung hat wenigstens vorläufig, solange es bei dem bereits eingeschlagenen Kurs bleibt, Frau Wagenknecht. Die AfD soll man in Ruhe lassen, bis sie den richtigen Weg weg von der Verbindung mit den USA und Abstand vom global vagabundierenden Großkapital gefunden hat. Erst wenn bei Großdemonstrationen auf den Transparenten wieder die Parole steht, Ami, go home, kann wieder Hoffnung auf Besserung unserer Verhältnisse aufkeimen.